Eigentlich, ich wollte nicht. Aber ich habe gesehen, Leute haben mich beschworen. Leute, ihr wisst, warum ich nicht darüber reden will. Diese Themen meistens f***en deinen ganzen YouTube-Kanal. Wenn du einmal hier was Falsches sagst, safe, Bruder. Ich sehe, wenn du Witze über Juden machst. Auch an alle Leute, braucht gar nicht zu schreiben, ich bin selber schwul. Jetzt gucken wir uns das Video von Miguel Pablo an. Und bevor die ganzen Tauern hier irgendwie was sagen, ja, ich habe sogar seinen Merch, ich war der Erste, der es gekauft hat. Jetzt deswegen, ich hab Vollmacht, ich darf reagieren. Ich werde eh noch den Test machen, ob der wirklich Semmel geworden ist oder nicht. Ich werde da hingehen, ich werde ein bisschen anfassen, gucken, ob der geil wird. Ja, warte, ich zeig euch WhatsApp-Sprachnachricht. Danke, dass du cool aufnimmst, Digga. Da, wo wir uns getroffen haben, Digga, da war das halt noch alles nicht. Ich stehe nicht auf Kanaken, tut mir leid. Das ist deiner Spaß. Hier, damit ich sagen kann, ich bin richtig tolerant hier. Viele von euch wissen ja, ich habe früher mal auch Real Talks über Mädchen gemacht. Mein Problem mit Mädchen. Ich habe einfach in letzter Zeit gemerkt, ist das Interesse einfach weniger geworden. Bei mir ist genau das Gleiche. Immer wenn ich mit einem Mädchen was zu tun hatte, Beziehung gescheitert, Affäre gescheitert, da habe ich auch immer diesen Gedanken, ihr Mädchen seid alle scheiße. Und hab auch schon zu meinen Freunden gesagt, Bruder, wenn du eine Frau wärst, ich hätte jeden Tag mit dir geballert, ich hätte dich geheiratet. Ja, Leute, ihr habt richtig gehört, ich stehe auf Jungs. Und dann haben wir so ein Sub, gönnt ihr mein Sub, Bruder. Seid froh, habt ihr mehr Weiber für euch. Wollt ihr das eigentlich sagen? Danke, Mieke. Wegen dir kann ich mehr Weiber klären für mich. Ist doch korrekt. Ja, Leute, ich zeige euch jetzt meinen allerersten Freund. Yo. Oh, Mann. Oh, man. Walla, Fake. Ich glaub nicht. Das wirkt mir viel zu brüderlich. Das wirkt mir gar nicht so verliebt. Walla, so begrüße ich meine Freunde auch. Ein Kuss auf Wange sogar. Ja, was schmeck ich heute? Süßraspel, Mandeln oder irgendwie sowas. Wir haben eher miteinander gequatscht, als irgendwie Zeit mit anderen Mädels zu verbringen. Ja. Wir haben uns ein Glas geteilt, so. Hä? Mach ich mit meinen Freunden auch? Ich verbringe mit meinen Freunden mehr Zeit als mit irgendwelchen Mädchen. Ich teile mir auch mit meinen Freunden die Gläser. Ich schlafe sogar im Urlaub mit manchen Freunden in einem Bett. Ich glaube, ich bin derjenige, der sich jetzt hier outet gerade, nicht der. Ja, und dann kam halt irgendwann dieser Moment, wo wir einfach mal miteinander geredet haben und wir haben uns halt in der Nacht geküsst. So. Als ob das so plötzlich geht. Okay, ich manchmal, wenn ich vielleicht so Transen sehe, wo ich denke, boah, die sieht irgendwie geil aus. So eine Pöse X, dann denke ich im Kopf so, boah, die Transe sieht schon irgendwo ein bisschen geil aus, aber irgendwas anderes sagt mir, nee, Digga. Leute, sind wir das fresheste Paar in Deutschland? Safe. Es fällt uns ein übel. Guck mal, wie ich die erwische, dass das Fake ist. Warum ist nach dem Kuss ein Schnitt? Bestimmt, boah, du wiegst halt was durchgezogen und so. Ich dachte, du machst nicht. Ich so, Paar und dann Schnitt? Ja. Ey, Bruder, jetzt. Ja, jetzt müssen wir durchziehen. Warte, wie sollen wir machen? Ey, die haben das mehrmals gedreht. So, ah, die Schloss, die doch nicht wirklich berührt. So, übertreib doch nicht. Das ist so an Schulter fassen, so, du weißt gleich. Mach's schon mal locker, so, weißt du? Sei nicht so verkrampft wie gestern. Kann sein, dass der wirklich schwul ist. Aber, ich bin euch ehrlich, ich glaube noch nicht ganz. Weil ich würde mich auch trauen, glaube ich, einen Kollegen von mir auf den Mund zu küssen, wenn ich dafür Geld bekomme. Und Leute, falls ihr mal wirklich so ein Q&A wissen wollt, wo wir das mal näher an euch erklären. Und Fragen, Antwort wieder nach Touch My Body Challenge. Der schiebt selber nach, kickt darüber. Wie die so tun, so Motto, das trauen sich nur Schwule. Hier, Heike, bitte, das machen wir jetzt nach. Ich und du, bitte. Ich finde das schon ein bisschen ekelhaft. Ah, ich mach das. Die ist weich, oh mein Gott. Oh mein Gott, meine Stimme hat sich verändert. Ich glaube, ich bin geworden. Du merkst richtig, der hat so einen Gesichtsausdruck, der ekelt, der hat Angst, dass der Typ den wirklich so, dass der Typ zum Beispiel seine Hose runterzieht. Ohrläppchen. Ja, Mann. Ja. Warum ist das? Keine Ahnung, weil du in diese Richtung geredet hast. Wenn er jetzt schlau wäre, damit man das nicht merkt, dass die Scheiße labern, hätte er gesagt, ja, weil ich gestern Nacht da reingebissen habe, als ich mit dir gekuschelt habe. Ich und der, wir schaffen es, uns zu outen, dass man das wirklich, wirklich glaubt. Direkt, ohne Zweifel. Ja, natürlich. Ey, hör mal auf, Mann. Ich merk doch schon, was es wird. Komm. Verpiss dich, nein. Warum sagt er jetzt verpiss dich, nein, wenn der auch schwul ist? Voll verraten. Guck, mach das jetzt bei mir. Ja. Ich liebe dich. Aber ich find's nicht schlimm, ich find's cool, Alter. Männer, die sich lieben. Zwei Männer, die über zwei Männer reden. Und beide benutzen Kameras, die wiederum Männer gebaut haben. Es sind schon sechs Männer involviert. Mann. Ey, aber der ist schlau, der Typ. Der macht genau zu Anfang Dezember diese Videos. Nein, wegen CPM-Wert. Ich hab den doch getroffen, Miguel. Der meint doch zu meinem Bruder, Mirko, du hast recht. Du hast ihn vor zwei Jahren als Kirmes-Junkie beleidigt. Heute, der ist wirklich Kirmes-Junkie, hat wegen genau 50.000 Euro Minus gemacht. Wenn ich meinte, Bruder, hat er den Schnapp gemacht. Dann meinte er, ich meinte, Bruder, dann holt dein Hack auf YouTube wieder. Meinte zu mir, Kanal läuft nicht, Bruder. Jetzt macht er den Semmel-Drip und dann ja, sagt er, Bruder. Dann mindestens holt er die 50.000 wieder. Okay, Babo, ich küsse dich auch auf den Mund, Alter. Jeder hat geantwortet, sogar Sprachnachricht. Okay, ich bin gespannt, Digga.
Ich bin gespannt. Du bist meine Lieblings- und Heratschei, meine Lieblingslesbe. Ein Lesbe und ein Schwulen als Freund, das gefällt mir richtig. Würde das jetzt auflösen? Angenommen, es wäre jetzt ein Prank. Ja, der macht das schon. Der wird dann sagen, Leute, das war ein soziales Experiment. Fertig. Ich wollte gucken, wie ihr damit umgeht. Ich wollte ein Zeichen setzen. Das ist schlau, das ist ein Influencer. Sag mir, deine Psychose lässt nach, der macht direkt moniert, der kommt wieder. Psychosen sind auf jeden Fall ein Vorteil anstatt ein Nachteil.